Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu V-Rising. Wir haben eine neue Aufgabe, und zwar baue und interagiere mit einem Dienersack. Ich habe zwar gar keinen Platz hier, aber das wollten wir ja tatsächlich jetzt hier in der neuen Folge tun. Das bedeutet, ich baue jetzt einen Dienersack. Wo finde ich den? Ist das hier bei der Produktion? Oh, Grundlagen? Nee, Schloss wahrscheinlich, ne? Universal? Außenbett? Beleuchtung ist es auch nicht. Produktion. Dominanz, genau, dort war es so. Und ich habe alles schon vorbereitet und wir wollten jetzt einen Dienersack bauen. Ich pack den mal genau neben unseren. So, dann haben wir einen Dienersack, okay. Mit dem muss ich jetzt interagieren, damit es hier weitergeht. Okay, lass uns mal hier reingucken. Lege einen bezauberten Menschen hinein, um die Umwandlung zu starten. Vampirdiener verteidigen dein Schloss und können zur Jagd ausgesendet werden. Das ist nice. Das heißt, wir müssen uns jetzt einen Diener holen. Und wie kriegen wir den bezaubert? Ist die Frage. Wie bekommen wir den bezaubert? Erstmal beanspruchen. Dominierende Präsenz haben wir jetzt freigeschaltet. Können wir das irgendwie nutzen? Vampirkräfte vielleicht? Hier. Oder? Dominierende Präsenz, Vampirkraft. Verleiht dir verführerische Fähigkeiten, mit denen du feindliche Ziele bezaubern kannst. Während dominierende Präsenz kannst du keine normalen Zaubersprüche verwenden. Das ist dann auf der 4 sozusagen. Nee, ist es nicht. Auf Steuerung und dann 4. Ah, guck mal hier. Alles klar. Dann haben wir das aktiviert und dann können wir irgendwie irgendwas machen, ne? Verstehe, verstehe. Okay, wie kann ich das wieder rückgängig machen? Nein! Oh mein Gott. Stopp. Oh mein Gott, ich habe kaum noch was zu futtern. Oh no, oh no, oh no. Okay, ich muss mal ganz kurz mich irgendwo ernähren. Ach, deswegen bin ich auch so im Eimer. Ich muss dringend irgendjemanden trinken. Haben wir denn hier irgendwo so einen Wolf oder sowas? Das wäre mega gut. Oder irgendjemand anderen. Wäre noch viel mega besserer. Oh Gott, was für ein Deutsch heute. Heftig. So, haben wir noch einen Wolf hier irgendwo? Ah, hier. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Nehmen wir uns gleich. Was haben wir denn da? Na toll. Das hat ja wieder richtig gut geklappt, ne? Ah. Ich wollte mich doch nur nähren. Shit. Okay, dann gehen wir nochmal hier runter. Gleich geht's nämlich ab. Da unten ist ein Reh. Alter, ich mach die immer kaputt. Das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut. Oh, jetzt. Okay, gut. Gut, 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 gut. Ist mir auch völlig egal gerade, was für eine Blutqualität die haben. Hauptsache, ich habe jetzt erstmal irgendwas drin, ne? Okay, sehr nice. So. Nehmen wir gleich Kupfer noch ein bisschen mit, ein bisschen Stein. Das bedeutet, wir müssen jetzt anfangen, irgendwelche
Leute zu bezirzen oder was? Verwende dominierende Präsenz, um einen Menschen in einen Diener zu verwandeln und mit dem Diener zu interagieren. Okay. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Stein noch sammeln. Dann können wir gegebenenfalls, weil es gleich Tag wird, können wir da gegebenenfalls noch ein bisschen bauen. Das würde ich ganz gut finden. Weil es ist doch ein bisschen eng jetzt mittlerweile hier bei uns. Mit dem einen Raum. Da können wir das so ein bisschen aufteilen, ein bisschen größer machen. Das wäre ganz nice. Hei. Ein bisschen Zeug noch mitnehmen. Ich nutze mal ganz kurze Zeit. Ne? Ich glaube, Stein brauchen wir auf jeden Fall. Dann werden wir in der nächsten Nacht, wir werden jetzt ein bisschen bauen gleich. Und dann werden wir in der nächsten Nacht mal losziehen und gucken, ob wir irgendwie irgendwen finden, den wir vielleicht uns zu eigen machen können. Ne? Und dann mal gucken, wie das alles so funktioniert. Bin sehr gespannt darauf. Fakt ist, ich habe jetzt wieder einen Respawn-Punkt bei uns in der Base. Das finde ich sehr gut. So, den nehmen wir auch nochmal mit. Okay, weiter. Auch Steine. Okay, ich muss weg. Gott. So. Ja, dann nehme ich das hier noch mit, ne? Solange das geht. Ne, es geht nicht. Geht nicht. Es ist einfach zu heftig hier gerade. Blutrose, ja. So, und dann ab nach Hause. Okay. Tür ist noch offen. Das ist ja toll. So, ich wollte ja hier so einen kleinen Gang haben, ne? Dann bauen wir jetzt erstmal ganz kurz. Und zwar Schloss. Sorry, ich war mitten. Es ist 41 in Sonne und ich bin hier. Alles klar. So, nochmal. Also, ich baue jetzt. Glaube ich, damit erstmal. Weil das draußen ist, ne? Da habe ich ja das genommen. Genau. So. Und hier geht es jetzt rein sozusagen. Das heißt, da nehmen wir das. So. Muss gucken, dass ich im Schatten bleibe. Schwierig. Oh nein, ich habe rausgetappt. Oh, ist immer ein bisschen tricky im Baumodus. Ist das wirklich tricky, ne? Muss ich sagen. Heftig. So, dann nehme ich hier noch ein bisschen Stein mit.
Perfekt. So, das noch. Okay. Scheiße. Gut, ist hier Schatten. Ist hier ein bisschen Schatten, ja, perfekt. So, dann lass mal gucken. Ich hoffe, dass... Nein, es kommt der... Guck mal, hier kommt schon wieder... Oh nein. Hier geht's jetzt, ne? Boah, heftig. Okay, also. B. Nehmen wir jetzt das hier. Wieso geht das nicht? Weil? Fehlende Ressourcen. Oh nein. Steinziegel, okay. Gut, wir müssen eh noch ein paar Ziegel machen, denke ich mal. Das ist sowieso notwendig. Oder haben wir hier noch was drin? Oh ja, cool. Das kann ich auch irgendwie nochmal teilen. Packen wir hier noch was rein. Dann teile ich das auch nochmal. Und nehme das mit. So, perfekt. Gut. Dann machen wir hier noch ein paar Bretter auch. Die nehme ich nochmal mit. Haben wir überhaupt Holz? Ja, so ein bisschen, ne? So. Weiß nicht, ob ich Bretter brauche, aber ich mache das. Ich nehme die mal mit. So. Okay, dann können wir jetzt hier weiterbauen. Sobald Nacht wird, es wird gleich Nacht, werden wir losziehen und gucken, ob wir da irgendwie so einen Buddy finden, ne? Das interessiert mich jetzt, wie das geht. So. Blockiert durch Umwelt, alles klar. Okay, Mond geht auf. Wir suchen uns jetzt jemanden. Ich werde jetzt mal Folgendes tun. Bevor ich jetzt hier wieder 20 Jahre alles sortiere und so weiter, werde ich jetzt einfach das, was ich im Inventar habe, hier in diese Kiste packen, weil die nämlich leer ist. So, und zwar alles. Das brauchen wir jetzt nämlich nicht. Das nehme ich nochmal raus. Dann machen wir das da rein. Das nehme ich mit. Und hier machen wir noch ein bisschen Holz. So. Let's go. Okay. So, dann lass uns mal los. Frage ist, wo finde ich jetzt auf die Schnelle so einen... Oh, guck mal, hier ist ja schon wieder Action. Okay. Und dann müssen wir gucken, wenn da irgendwo ein Mensch langläuft. Kein Skelett oder so. Dass wir den dann irgendwie rekrutieren können. Bin sehr gespannt. Bin sehr, sehr gespannt, ob wir hier irgendwo was finden werden. Ich glaube, im Notfall müssen wir in das nächste Gebiet, oder? Heilige... Was sind die heiligen Berge? Aber normal laufen ja hier auch immer noch ein paar People lang. So, mal gucken, ob wir hier jemanden finden. Kann ich denn einfach... ihn hier machen?
Und trotzdem kämpfen? Geht das? So, da will ich gar nicht rein, hier links von meiner Seite. Da möchte ich nicht hin. Ich würde sagen, wir holen uns hier irgendeinen Krieger. Wir gehen mal hoch in so ein Banditenlager, oder? Ich meine, da können wir uns doch bestimmt auch jemanden holen. Ja, die können wir uns auch holen hier. Den hier zum Beispiel. Schurke. Ja, aber wie kann ich den denn jetzt holen? Ist das R? Warte mal, ist das das hier? Kuss des Vampirs. Ah, mit R. Alles klar. Okay, dann versuchen wir es mit R. Der war jetzt nicht so schlecht schon mal, ne? Und so ein Schurken. Vielleicht haben wir hier Glück. Vielleicht sind hier irgendwelche coolen Typen. Hier ist gar keiner. Da vorne holen wir uns jetzt jemanden. Mit R wie Richard. Okay, alles klar. Bin gespannt, ob das geht. Vielleicht können wir uns ja so ein V-Blut holen. Wir nehmen einfach ein V-Blut. Arbeiter. Ich glaube, einen Arbeiter will ich nicht. Den hätte ich gerne, aber ein Barbar, einen Krieger hätte ich gerne. Gehört er jetzt mir? Oh, der gehört jetzt mir, ne? Komm mal mit, bitte, Kleiner. Lass mal abhauen hier. Den nehme ich mir jetzt mit. Oh nein. Wir hauen jetzt ab. Wir hauen jetzt ab. Ich hoffe, dass das funktioniert, Leute. Ich werde jetzt hier rumlaufen. Der folgt mir. Wir müssen den, glaube ich, jetzt irgendwie... Oh, das sind ja diese schönen Truhen, ne? Da müssen wir nochmal wieder zurückkommen. Den müssen wir jetzt irgendwie... Kann ich irgendwas mit dem machen? Noch nicht, ne? Ich nehme ihn jetzt erstmal nur mit. Okay. Ja, lass uns mal nach Hause. Wie weit ist das? Hauptsache, der stirbt uns nicht. Hauptsache, der stirbt uns nicht. Wir werden uns jetzt eine Gefolgschaft ranholen. Dann sind wir nicht mehr alleine. So, hier lang. Und vor allem sind die ja auch nicht so... Die haben ja nicht so eine Sonnenproblematik wie wir. Das sind ja keine Vampire, ne? Denke ich mal. Moment, bin ich richtig? Sieht gut aus. Let's go, komm. Die müssen wir auch noch irgendwie umbenennen. Mal gucken. Was ist das jetzt hier? Ziel freigeben. Drück und halte, um ein beliebiges Ziel unter deiner Kontrolle freizugeben und es zu töten. Oh. Okay, nein. Das machen wir jetzt nicht. Wir laufen jetzt einfach straight ahead nach Hause. Und dann packen wir den da in den Sarg, denke ich mal. Das hatte ich schon mal gesehen. Woanders. Daher weiß ich das. Gut. Gleich da.
Hier draußen könnten wir eigentlich auch noch ein paar Fackeln oder sowas hinstellen, ne? Ah, perfekt. Okay, gut. Dann F. Kann ich den da jetzt reinlegen? Wie kann ich denn den jetzt da reinlegen, Leute? Was ist das hier? Ach so, wir brauchen... Ah, warte, warte, warte. Wir brauchen noch Zeug. Momento. Warte, jetzt. Jetzt kann ich. Jetzt liegt er drinne. Eine Stunde, anderthalb Stunden braucht er. Echtzeit. Das ist heftig. Oh, das ist heftig, Leute. Das ist wirklich Echtzeit. Das sind locker drei Folgen jetzt noch, die das dauert. Oder ich lasse es parallel laufen. Hm. Sehr interessant. Na gut, dann machen wir erstmal was anderes. Hallo. So, das kann da rein. Gut. Verwende dominierende Präsenz, um einen Menschen in einen Diener zu verwandeln und mit dem Diener zu interagieren. Und dann wird der Schlossthron freigeschaltet. Ah, ja. Also man könnte jetzt, ich könnte jetzt noch so einen Sarg bauen, ne, und mir noch so einen holen, oder? Also im Prinzip könnte man gleich zwei machen. Ich weiß nur nicht, was wir dafür alles benötigen werden. Bretter, Kupferband. Haben wir nochmal verbesserte Blutessenz? Und wenn ja, wo? Und wenn nicht, wie mache ich die? Verbesserte Blutessenz mit 4 unbefleckten Herzen. Mhm. Habe ich jetzt irgendwie nicht so. Schade. Nee, dann packen wir das wieder zurück. Das würde ich jetzt nicht verbraten wollen. Man weiß ja nie, ne? Okay, dann lass uns mal nochmal rausgehen. Bisschen metzeln. Während er hier arbeitet. Aber ich habe jetzt halt keine Möglichkeit. Da müssen wir noch mehr unbefleckte Herzen sammeln. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal rüber. Dort, wo wir herkommen. Da will ich jetzt wieder zurück. Oder wir gehen geradeaus. Können auch hier nochmal lang. Banditenlager. Einfach nochmal ein bisschen gucken, ob wir noch ein bisschen was kaputt machen können hier. Ja, oh, das machen wir jetzt. Steine sammeln wäre auch nicht verkehrt. Ich laufe mal hier hoch. So, was ist denn... Was ist denn da hinten? Banditenlager. Gehen wir da nochmal hin. Du, 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 du. Bam, bam, bam. Guck mal, hier können wir auch überall noch Leute holen. Rekrutieren. So. Nehme ich. Danke. So, also jetzt laufen wir da nochmal hoch. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein weiteres unbeflecktes Herz, um einen weiteren Sarg zu bauen. Prozent 16. 2.
den nehmen wir uns mit. Oh, eine goldene Kiste, Leute. Oh mein Gott. Was war, waren das gerade 5 von diesen, von diesem Moment? Ist das gerade richtig gesehen? Oh mein Gott, Grabstaub. 5 Stück. Was? Das heißt das, wir können uns vielleicht unseren Ring bauen? Nee, da brauchen wir, glaube ich, 8, ne? Das ist ja cool. Nice. Die Sonne kommt. Achtung. Geh mal ein bisschen hier ins Dickicht. Wir müssten eigentlich weiterbauen zu Hause. Komme ich nach Hause? Hier rum und dann links. Alles klar. Ich glaube, das war das richtige Herz, oder? Nee, war nur verdorbenes Herz. Schade. Brauche ein unbeflecktes Herz. So. Perfekt. Ich nutze jetzt einfach mal die Zeit, ne? Wenn wir nach Hause gehen. So, oh oh. Boah, ist aber auch heftig, ey. Aber krass, wie schnell die Sonne verschwindet und du dann plötzlich da völlig schutzlos stehst. Aber ich glaube, das geht auch so schnell, weil ich die Tageszeit so ein bisschen verkürzt habe. Das kann natürlich auch sein, dass das daran liegt. Aufgepasst. So. Oh, das ist ein Bär. Hatten wir auch lange nicht. So. Und ihr so?
jetzt kommt die Nacht. Ich muss irgendwie hier nach Hause. Kurz. Oder ich nehme doch die Steine mit. Jo, auf jeden Fall würde ich sagen, müssen wir weiterbauen in der nächsten Folge. Aber eigentlich bräuchte ich noch ein unbeflecktes Herz, um den nächsten Sarg hier irgendwie zu machen. Das wäre echt gut, wenn wir noch ein unbeflecktes Herz kriegen würden. Das wäre wirklich, wirklich gut. Weißt du was? Ich nutze einfach die nächste Folge nochmal. Wir laufen hier einfach wieder geradeaus. Laufen nochmal. Können wir das? Können wir den killen hier vorne? Probier das mal. Nehme ich alles mit. Haben wir hier vielleicht noch ein unbeflecktes Herz mit am Start? Wahrscheinlich nicht, ne? Naja, egal. Oder? Feuerblüte? Nö. Gut, da würde ich sagen, in der nächsten Folge laufe ich hier nochmal ein bisschen hoch, gucke, dass wir vielleicht noch ein unbeflecktes Herz bekommen, ein bisschen Stein noch sammeln, damit wir den nächsten Sarg machen können. Das wäre schon gut, damit wir wenigstens zwei Diener irgendwie haben. Bin gespannt, was uns hier noch erwarten wird. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.